Bonjour aus dem Europaparlament von Straßburg. Ja, 250 Stich. So lange hat Großbritannien gebraucht, für das offiziell unzufrieden, was die britischen Bürger eigentlich zwar knapp, mehr war majoritär den 23. Juni zur dann im Referendum desidiert tun, nämlich den Austritt von Großbritannien aus der EU. In der letzten Woche ist dann den ominösen Artikel 50 aktiviert, dann den Brexit, den hüldlos erläuft. Den Brexit war dann noch ein großes Sujet, das Woche zu Straßburg im Parlament. Und dafür auch bei uns, bei europäischen Impressionen. Und da begrüße ich dann, wie gewinnt, Vivian Reding, den Frank Engeland, den Georges Spach. Madame die Herren, bonjour. Bonjour. Ja, bonjour. Ja, Ron Ning meint also, für einen Brief zu schicken, eine schwere Geburt, kann ich da so, bei Ning meint. Da man das aber noch nicht sicher, oder Frank Engel, dass die Puppelchen sich definitiv aufnöbelt, oder kann ich nur so, wir sind um Point of No Return, Großbritannien geht raus? Nein, kann ich nicht. Ich bin noch davon überzeugt, dass das nicht so geht wie im Reisendlo. Am Anfang schon nicht so ein idealtypisch, mehr wie man es strukturell will zu vorstellen. Dass das gedauert hat, bis 400 PD, dass der Brief da kommt, das hört ja damit zu tun. Dass von dem Moment, wo der Brief ran ist, die 2-Jahres-Frist läuft, die wir zur Verfügung haben, für den Austritt zu verhandeln. Aber wenn den 2 Jahren den Austritt nicht zufriedenstellend verhandelt ist, dann könnte es zu einem sogenannten Herdenaustritt, was bedeutet, dass man dann nur Welthandelsorganisationstermen mit den Handeln und Ähnliches, sodass man am Anfang fremder ging. Völlig fremder. Was eigentlich nicht das, was Sie wollen, sondern auch nicht das, was wir wollen. Sondern Sie wollten sich halt ein bisschen vorbereiten. Während einer Zeit, wo er keine Frist lebt. Ich bin davon überzeugt, dass das schief geht. Ob die einen oder die anderen Manier. Erstens mal gesehen ich schon nicht, dass wir dann 2 Jahre packen, zu verhandeln, sogar wenn am Vereinigten Königreich nicht wichtig ist, geschehen. Ich habe die Impression, dass am Vereinigten Königreich aber wert wichtig ist, geschehen. Weil da ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum am Raum steht. Weil kein otherwise für die Bank nicht so zufriedenstellend Lösung für Nordirland, respektive den ganzen irischen Komplex, wird von gehen. Und ich meine, dass, wenn es fertig ist, genauso wird gehen, respektive riskiert, genauso zu gehen, wie ich von Anfang an antizipiert habe, dass das Einzige, was David Cameron fertig bricht, mit seiner total verantwortungsloser Politik, als das Auseinanderbrechen von seinem Staat. Nicht von Dunja. Mhm. Ja, das weißt du schon, wie schlimm das, wenn einen schlechten Politiker hat, den sein Land lädt. Weil ein anderen wie den David Cameron hat so eine Dummheit nicht kommen gelassen und hat Eis, weil Eis steht da ja auch nicht gut, mit besonders seinem Land die Katastrophe da nicht überlöst. Was natürlich gut ist bei Eis, das heißt, dass ganz einfach, dass den Leitzentren, die sagt, da am Gängen ist, sich bewusst gehen, dass man etwas muss nachholen. 82% von den Bürger in ganz Europa sind der Meinung, dass Europa muss so verhandeln, dass seine Werte an seine Standards erhalten gehen, also keine Konzessionen auf Eisentreten. Das wäre für die nicht gerade so. Du gesagt, dass eine Tendenz, dass die an die Lut geht, komischerweise auch, ich meine, mit vielen Sachen bei ihnen, mit Trump, mit Brexit, bei ihnen, die Leute fangen uns so in Europa als aber da etwas Gutes. In Deutschland zum Beispiel sind 18% mehr Leute, die für Europa sind, in Frankreich sogar 19%. Bei uns also dann gefeiert selbst, weil wir nach immer, gut ja, weil wir sowieso verständlich sind und wissen, was wir in Europa haben. Aber es ändert sich etwas auch am Empfangen von den Leuten bei uns. Und ich meine, das auch nicht von Mutwill an, das auch nicht erstaunlich, dass gerade die Massenbewegung, die Bürgerbewegung, Pulse of Europe, entsteht überall. Ja. Weil die Leute so im Hundeslug genug mit dem Negativen, mit immer alles schlecht machen, kommen wir gehen hin an wir bauen, dass Europa so wie mehr es gerne hätten, einmal lassen uns nicht von Briten an anderen aus der Ruhe bringen. Wir bauen müssen das richtig schlecht, wo er gesagt hat. Die Leute sind zwar für Europa, aber sie wollen aber auch in Reformen, sie wollen ein besseres Europa. Genau. Und sie wollen bauen, sie wollen auf dem stabilen Fundament weiter abbauen. Und das ist eigentlich das richtige Stichwort, für zu beschreiben, was die Leute eigentlich wollen. Wir sind also nur auf dem Brexit weh, ob wir nur können, das wissen wir nicht, aber wir denken, dass nur Leute wissen wir nicht. Aber für euch im Parlament ist aber klar, dass es muss in um andere gehen, wie wir in Reding. Also für den Austritt.
an dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, das wie bei einer normalen Schädung auch. Für dich gehen wir Schädungspapieren angerecht, das ist ja logisch, wie gesagt, Ginas. Logisch dann Terme von der Schädung geguckt, wie die zu sehen haben. Da hängen ja immens viele Sachen dran. Da hängen ja die Verantwortlichkeiten von der Vergangenheit an die Verantwortlichkeiten von der Loh. Zum Beispiel Pensionen, zum Beispiel Engagemente, die ihn an den Banken geholt hat. Oder an große Projekte oder an der Recherche. All die Sachen müssen ja geguckt gehen. Und dann müssen die tausenden Texten detrikotiert. Briten haben ja viele Texte zusammen gemacht, die 28. Da sind Briten dabei, die mussten rausgeschält gehen. Und dann an einem dritten, an einer dritten Phase, wenn Großbritannien dann ein Drittland ist, das ist, wenn die Schädung gesprach ist, dann muss geguckt gehen, wie ist dann das neue Verhältnis zwischen der früheren Koppel. Also sie schön die drei Elemente, die da rein müssen kommen. Da sind ich aber mit Frank einer Meinung, ob das dann auch so schön geht, wie wir das geplant haben. Also ich meine, es geht ganz problematisch. Ich nenne ihr just ein Schiffer. Die Engländer exportieren 40% von ihren Waren an Europa, auf Eisenmarkt. Wir exportieren 8% von unseren Waren auf ihren Markt. Den ist ja nicht unerheblich mit klein, wie Europa von der Insel aus geguckt. Ja? Also das erklärt sich schon. Ja, an anderen Werten, sie können eigentlich ohne Eisenmarkt nicht. Losen sie aber, wir wollen den Markt nicht mehr. Gleichzeitig sagen sie, wir hätten aber gerne Aktien auf dem Markt. Und ich meine, durch die Bürger haben wir die so eine Aktie auf dem Markt. Gut. Das heißt, Freizügigkeit von den Waren, von den Servicen, vom Geld, auch von den Menschen. Unter der Surveillance von der europäischen Kur. Also, ja. Und das wollen sie nicht, das ist nicht, das war schwierig, mit den 40% von ihren Waren dabei sind. Ja, das kann ich nicht immer alles mit nicht kriegen. Das ist das, was komischerweise so viele Briten gelebt haben. So genau das, was den Exit kann, permanent gepredigt hat. Ja. Wenn wir bis da raus sind, da sind wir im Lenk zuständig für alles und dann ist alles wunderbar. Ja, schön, gut. Können wir frei machen. Wir erstens mal wären sie sowieso für viel mehr zuständig wie die Mesaner Mamba-Städte. Sie haben auch immer eine eigene Währung. Sie hatten ihre eigene Grenzkontrollen. Sie wären in einer ganzen Reihe von Domänen von polizeilicher, justizieller zusammen. Sie sind sowieso nicht dabei. Sie haben kein europäisches sozialpolitisches Engagement da quasi. Mit den Erschriften und appliziert. Das ist ja sowieso schon an einer Zuchthalle von Europa insulärer Natur gelebt. Aber natürlich wären sie verbunden, ob das Angst mit dem Bannenmärz, sie wären ein Teil davon. Und das ist ja das, was sie immer wollten. Also, wie es möglich wäre, dass der Volk dem sich, wie auch immer, herrschend schaffen, unter den Mitte der 70er Jahre. Immer gepredigt haben, für uns als vier und alle Wirtschaftsgemeinschaften, für uns als der Bannenmarkt wichtig. Wie die jetzt fertig bringen, eine Kampagne zu feiern, halt, für daraus auszutreten, mir gleichzeitig nicht wollen, daraus auszutreten. Das muss man einer psychiatrischen Veranlagung zu denen, in denen man nicht vollumfänglich zu. Das sind doch seine Handys, aber man kann nicht an der Welt weiter telefonieren. Du will ich aber hinweisen, also der Roaming aufschaffen, das können sie dann in den Hut ja, ja, das ist eine von den schönen Sachen, die dann nicht mehr existieren für sie. Wir kommen auch noch auf der Roaming. Nach ein froh, wie geht es dann noch auch hei bis zum Austritt weiter mit den Briten? Schaffen die normal hei mit? Sind sie bei allem dabei? Bezahlen sie auch noch weiter an? Kriegen sie noch weiter so aus der Käse? Wie geht das schon Spaß? Also das geht alles an dem Austrittsaufkommen, wo mein Kollege schon ein ganz paar die Sachen davon erzählt hat, geht das alles verhandelt. Und das ist am Anfang so, dass einerseits ganz viele Verpflichtungen
wo sie angegangen sind. Das ist Engagement, das sie geholfen haben. Das sind ihre Programme dort abgebaut. Das sind nicht einfach so, dass das Geld dahin gelöst wird von Jahr zu Jahr. Aber da gibt es auch Langzeitprogramme, dafür haben wir ja die pluriannuelle Budget. Und aus den Verpflichtungen, da muss ich nur gucken, wie sie da rausklammen, wie sie da rauskommen. Das ist schon mal ein Punkt. Und dann natürlich ganz kurz auch für die Bürger, die Rechtsstaatlichkeit für die Bürger, der Status, den die Bürger kriegen, die an der Union arbeiten, die Bürger, die an Großbritannien leben, die Rechtsstaatlichkeit für die Unternehmen, dass sie alles froh und die Lohn dem Aufkommen müssen verhandelt. Die Wettlohn konkret froh überlegt. Das ist auch hier im Parlament wesentlich noch nicht so richtig, wie sie sich beholen. Für mich persönlich können sie auf keinen Fall noch und Entscheidungen teilholen, die den Brexit betreffen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da mal d'accord können. Andere Entscheidungen, die Langzeitentscheidungen, können sie mit Sicherheit auch nicht mehr teilholen. Um Niveau von den Staats- und Regierungschefen ist das schon tranchiert, bei uns halt noch nicht. Wird auch noch nicht. Bei Ihnen ist es doch mehr einfach. Da geht es schon um den, den dann eben nicht mehr auf das invitiert wird. Da wird den einfach ausgeschlossen, ja. Das so, dass sie auf ihre Präsidenz verzichten. Das heißt, du hättest ja am 1. Juli noch eine Präsidenz gewonnen. Das ist ein logischer Schritt gewesen. Wo ich gesagt habe, dass auch bei Ihnen einen gewissen Tendenz besteht, für sich nicht mehr an die Läufen, an die Engagemente, die nach weiter anzumischen, sich dort zurückzuhalten. Es gibt ja heute Briten und Briten. Ne? Viele von den Kollegen, die wir hier haben, sind ja an dem Kern gewesen, von denen die wollten bleiben. Aber die haben gekracht. Ja. Ja, absolut. Also absolut. An Diskussionen mit mehreren Kollegen, mit denen ich zusammen geschaffen habe, die haben recht gekracht. Den 29. wieder, weil die immer noch die letzte Hoffnung hatten, es gibt auch nicht dazu kommen, zum Deklaschement von Artikel 50. Aber weil in die zwei Sorten von Briten hört, sind evidenterweise dabei, die nie wollten raus. Und die so lange, wie sie nach Hause noch auch auf so normalen Manier wie für drin, für sich allein zu schaffen. Ja. Früher oder später muss man einfach eine Lösung finden für das Prinzip von Partizipation oder nicht. Weil auch hier wird es irgendwann zum Moment kommen, wo müssen Decisionen noch legislativer Natur geholt gehen, die das Phänomen da betreffen. Und ich sehe schlecht, obwohl wir eigentlich keine Provisionen dafür gemacht haben. Ne? Steht nicht näheres, was das Parlament da belangt. Ich sehe schlecht, weil hier über 70 britische Kollegen zu all einzelnen von den Entscheidungen das machen. Das sind 10% vom Parlament, die haben. Da muss irgendwie decidiert werden, wie man das Gedanken zu behandeln. Wir können noch nicht die gut halschen Mattstimmen lassen, an die anderen halschen nicht. Also das geht dann. Wir auf jeden Fall, was man sich nicht kann sehen, dass wenn die Verhandlungen mehr wie 2 Jahre dauern, können sie auf jeden Fall nach zu den nächsten Europawahlen teilholen. Also ich meine, da müssen wir, das ist auch eine von den Forderungen vom Parlament. Also bis zum März 2019 muss auf jeden Fall das tranchiert sein, dass sie da nicht mehr partizipieren können. Wir waren froh zum Brexit-Rückschritt, die ich relativ interessant fand. Der Just schreibt, dass wir Europäer, also die dranbleiben, nicht alle Einträge rund aus dem Austritt in den Scheck, eine Katastrophe für die Briten geht. Wenn das der Fall ist, dann lassen all die anderen Partner davon an. Wenn es gut für die Briten ausgeht, geht es für viele Länder keinen Grund, an der EU zu bleiben. Ganz falsch ist die Überlegung nicht freigegangen, oder? Also ich bin prinzipiell immer der Meinung, als Föderalist, unverbesserlicher Natur, dass das Sezessionsrecht zum Föderalismus dazugehört. Das ist übrigens nicht überall so. In den Vereinigten Staaten beispielsweise geht das nicht. Der Beitritt zu den Vereinigten Staaten, das hat ein ewiger Gerichtshof lange dezidiert, den ist für immer. Da können die nicht drin raus. Ja. Wir hatten ja bis zum Vertrag von Lissabon auch überhaupt keine Provision darüber, was da geschieht, wenn ein loser Welt zurückzieht. Ich meine, dass zu einem demokratischen Föderalismus dazugehört, dass ihr seht, du kannst ran, wenn es dann nicht mehr geht, dann kannst du auch raus. Ich finde, wo ich so meine, dass man Ausschlussmöglichkeiten muss irgendwie nicht einkehren. Oh ja, Ungarn kommt man nicht. Wir sind bei einem Punkt gekommen, wo du die Eng vom selben gehen, darüber kann man sich freuen oder nicht, mit der, dass wir dann hier die Decision aber das so zur Hand haben. Andere bleiben bewusst. Also wir hatten gestern am Benelux-Kreis nach Diskussion über Geldsummen, die da fehlen, an die auf anderen Plätzen hingehen. Polen und Ungarn zusammen kriegen pro Jahr genau das aus an den Strukturfonds und Überschuss, was Briten an dem ganzen Budget netto abbezahlen. Also hätte ich eine relativ heile Lösung parat, für das zu kompensieren, was wir nicht mehr am Budget werten haben, wenn Briten nicht mehr bezahlen. Da kriegen die anderen das nämlich nicht mehr für ihre Korruption und ihre Rechtsstaatlichkeitsbekämpfung zu organisieren. Dann hätten wir eigentlich gut geschafft. Aber just
konkret froh ich mengen dat het ke wert hört für een die wird goen aufgrund von enger rechtlicher Möglichkeit die dazu besteht lo ich zu beschrofen mir für Druck gesorgt dazu mengen steht hier am Haus Berler Mönch Klarheit und Rigor an dem Prozess do. Et gibt kein Kado in hier. Und es ist nicht so, dass sie hier noch besser durchstehen, weil alles das, was du Benefizien aus einer Mannschaft an der Union sich ergibt und am Bandenmärz sich ergibt, das werden sie nämlich haben. Mhm. Und Länder wie die Schweiz und Norwegen, die für das Recht keine große Idee mehr haben, für die Europäische Union beizutreten, wissen, wofür sie sich an den europäischen Wirtschaftsraum gemeldet haben. An die wissen, wofür sie auch Schengen-Mechanismen teilhören. An die wissen, wofür sie auch an das Budget kontribuieren. Dafür, weil sie nämlich voilà, das ist auch nicht geschenkt. Das ist nicht geschenkt. An die wissen, was sie davon haben. Die Feierfreiheit, die von denen ja auch akzeptiert. An die Freizügigkeit von den Arbeitnehmern zum Beispiel, die ja komplett aufgelehnt wird von den Briten, die wird sowohl von Norwegen wie von der Schweiz akzeptiert. Da wollte ich aber noch zwei andere Sujets ausschwätzen, die das Woche im Ordre du Jour waren. Zum einen, dass der mal Roaming, aber wenn ihr Roaming seht, dann seht ihr, wie wir ein Rating automatisch in ganz Europa. Was war dann noch die letzte Etappe, die noch zu hören war? Steht im Aufschaffen vom Roaming den 15. Juni noch nicht mehr am Weg? Nein, also das ist sowieso schon politisch dezidiert gewischt. Das war noch nach eng von den letzten Schrauben, die heute gedreht gehen, eine technische Maßnahme, dass ja, da geht es um den Datenroaming, also das ist das Internet, die Bilder, die ihn mithält, an die immens teuer sind. Und da geht es darum, was sind die Kosten, die Betreiber sich unter den Nähen verrechnen. Die sind nämlich ganz heiß. Wenn ich mit meinem Lützburger Handy an Frankreich gehe, zum Beispiel, an den Lützburger Betreiber, die muss die Franzosen immens teuer bezahlen, für dass ich mein Handy auf Frankreich kann gebrauchen. Also ist ja klar, dass die Preise nicht können gesenkt werden. Ja. Dafür hat das Parlament zusammen mit dem Conseil eine Entscheidung geholt, dass die Großhandelspreise dass die gesenkt gehen, was die Gigabyte überlegt. Du hat der Conseil wollt 10 Euro, die Kommission wollt 8 Euro, das Parlament wollt 4 und das ist nur auf 6 geeinigt. Voilà. Das tun als die Lastschraube, die hat müssen gedreht gehen, die Aselo gedreht und die Leute können sich darauf verlassen, der 15. Juni, also soweit dann, geht es den Roaming, wie man ihn bis well kann tun, nicht mehr. Wir kommen dann nächsten Monat auf den Sujet zurück. Wir machen das so lange, bis es klappt. Voilà. Dann haben wir noch über Autos gesprochen. Ein Aufgasskandal, von dem überall in Europa auch gesprochen wird. Auch das war ein Sujet. Gibt es definitiv Entscheidungen, wie das weitergeht mit Kontrollen, mit... Es gibt ein paar die Überlegungen, die den EMIS-Rapport, also den Kontrollausschuss, den du das ganz analysiert hast, während einem Jahr, die Rekommendationen, die der gemacht hat, geht aber auch von der Kommission aus schon ein paar die Reaktionen, wo sie eine neue Gesetzgebung auf den Weg geschickt haben. Beides zielt darauf aus, für Unsicherheit und Unsicherheit bei den Bürgern, bei den Verbrauchern aus der Welt zu schaffen und auch ein Vertrauen aufzubauen. Weil den Aufgasskandal hat einfach. Ein von den größten Industrieskandalen der letzten Jahre hat ganz viel Vertrauen gemacht. Was geht es? Es geht am Anfang mit Klarregeln besser durchsetzbar und auch eine bessere Marktüberwachung. Weil die illegalen Machenschaften sind am Anfang entstanden, weil die Gesetzgebung nicht komplett war, weil sie Lacunen hat, weil sie Ungereimtheiten hat. Und vor allem, weil die Mamba-Staaten sich auch gewährt haben, für sie zu applizieren. Natürlich, Mamba-Staaten haben so durchfangen geguckt bei all diesen Sachen. Und das soll in Zukunft nicht mehr. Es sollen erstens realitätsbezogene Tester kommen, das ist nicht am Labor, sondern auf der Straße. Es sollen kontrolliert gehen, nicht nur von den einzelnen nationalen Regulierungsbehörden, sondern die Kommission soll auch eine gewisse Absicht kriegen, darüber auch können Kontrolle machen. Und das ist etwas, leider muss ich sagen, für mich persönlich, ich habe mir eine Agenz gewünscht, die nicht nur durchgasen, sondern die ganzen Straßen, die ganzen Problematik immer auf der Straße, das ist alles, was Verkehrssicherheit ist, alles, was Sozialbedingungen ist. Hätte man können an die Agenz, aber das ist noch nicht aus der Welt, das können wir noch immer einmal machen, das können wir noch immer daraus schaffen. Hier geht es nur darum, für den Markt zu beruhigen, den Markt zu kontrollieren, Regeln, klare Regeln zu applizieren und das Vertrauen beim Bürger herzustellen, für wirklich, wir können so ein Mobilität ist eigentlich von unserer Freiheit, den wollen wir auch noch weiter garantieren. Aber auf der anderen Seite auch die Umwelt, Lebensqualität, Luft auch besser schützen.
Georges Bach, Frank Engel, Vivian Reding, vielmals merci für haut. Gern geschehen. Merci. Wenn ihr eine Frage nach gut als drei Europadeputierte, dann kriegt das ruhig ran. Sie hat per Mail ob europa@csv.lu oder über Facebook. Merci für haut, für den Nachgucken und bis geschwind.